Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst dran denken, deine Spielmaterialien mitzubringen? Das ist unmöglich. Wenn du so weitermachst, dann können wir nicht mehr zusammen spielen. Dann habe ich keinen Bock mehr auf dich. Kennt ihr auch Spielleitungen, die so mit ihren Spielern umgehen? Wisst ihr was? Ich habe davon gehört und ich habe die Erfahrung gemacht, das bringt gar nichts. Erstens versanden diese Art von Erziehungsversuchen, weil wir sind erwachsene Menschen und das funktioniert nur auf Augenhöhe irgendwie und nicht durch Belohnung, Bestrafung oder sonst irgendwas, sondern es funktioniert nur, wenn wir als Erwachsene miteinander reden. Und zweitens, meistens verlassen diese Spielleitungen früher oder später das Spiel, die Spielrunde oder gehen auf eine nicht freiwillige Art. Das heißt, die Spieler gehen. So, was könnt ihr jetzt machen, um dafür zu sorgen, dass es in eurer Spielrunde super läuft? Was kann man machen, anstatt Spieler zu erziehen? Und wenn ihr das wissen wollt, dann bleibt dran, weil dazu habe ich ein paar Ideen. Hallo, ich bin Martin Schröer von D20 Sounds und wer sich schon mal ein paar Videos von mir angeschaut hat, der wird festgestellt haben, dass ich oft nicht am eigentlichen Problem arbeite, sondern meistens an der Einstellung, die wir dazu haben. Und so ist das auch hier der Fall, weil ich glaube, der einzige Hebel, den wir haben, ist, dass der in uns selbst ist. Also, dass wir nicht irgendwie andere Menschen verändern können, wir können unser Verhalten verändern und dadurch ändern die anderen vielleicht freiwillig ihr Verhalten. Das ist immer so ein bisschen Risikospiel und man kann auch keine große Erwartung haben. Das ist immer schwierig, ne? Aber ich war doch nett zu denen, wieso denn nichts nett zu mir? Kann man nicht voraussetzen, aber tatsächlich ist es so, dass wenn ihr nett seid, die Wahrscheinlichkeit für nettes Verhalten von der anderen Seite sich deutlich erhöht. Warum kenne ich mich bei diesem Thema aus? Ja, zum Ersten, ich habe auch schon Runden gespielleitet, ich habe auch schon in Runden als Spieler gesessen, ich habe also Erfahrung von dieser Seite und auf der anderen Seite kann ich sagen, ich bin als Organisationsberater unterwegs und sehe immer wieder auch in Firmen, wie es läuft. Ich sage mal so, der Fisch stinkt meistens vom Kopf her. Das heißt, und damit kommen wir gleich zum ersten Punkt. Ihr habt als Spielleitung eine Vorbildfunktion. Ihr habt ja auch eine gewisse Macht, so zumindest hat man euch die gegeben, wie so ein Chef. Den König machen die anderen, sagt man in der Schauspielerei. Also ihr seid sowas wie so ein Chef oder sowas. Auch wenn ihr selbst vielleicht eure Macht gar nicht gebrauchen wollt, ist es so, dass ihr aufgrund der Spielmechaniken so eine gewisse Macht innehabt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ihr diese Macht nicht missbraucht und dass ihr ein Vorbild darstellt. Das heißt, wenn ihr einen rauen Umgangston mit euren Spielern pflegt, dann wird es auch so sein, dass sie mit einem rauen Umgangston mit euch gegenüberkommen. Wenn ihr freundlich seid und wertschätzend, ist die Wahrscheinlichkeit auch wieder größer, dass eure Spieler so sind. Wenn ihr euren Kram immer dabei habt und zuverlässig pünktlich zur richtigen Uhrzeit erscheint, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass eure Spieler pünktlich da sind. Und so könnt ihr schon sehen, meistens ist es, also eigentlich habt ihr keinen Einfluss darauf, jemandem zu sagen, ja, komm bitte pünktlich, aber in dem Moment, wo ihr pünktlich seid, wird der andere auch pünktlich kommen. In den meisten Fällen. Es gibt immer Ausnahmen, aber oft reguliert sich das nach einiger Zeit. Habe ich schon öfter gemacht, die Erfahrung. Die Menschen wissen inzwischen, dass ich sehr pünktlich bin und sind deswegen auch pünktlich. Bei der letzten Spielsession war ich 2 Minuten zu spät. Nur zwei. Alle anderen waren schon da. Bis auf den neuen Spieler. Tipp Nummer 2, und jetzt wird es ganz psychologisch, aber nicht zu sehr abgedreht. Nutzt den Pygmalion-Effekt oder auch Rosenthal-Effekt. So, es gab mal ein Experiment, das ist, glaube ich, sehr spannend. Das möchte ich euch mal kurz schildern. Man hat Lehrern gesagt, dass eine Schulklasse, nennen wir sie jetzt einfach 8a, demnächst einen Sprung machen wird, einen Entwicklungssprung, und dass die in dem Intelligenzquotienten deutlich höher liegen als die Parallelklasse, die 8b. So, was passierte? Tatsächlich
wurde am Ende des Schuljahres oder des Halbjahres, ich weiß das nicht mehr genau, nochmal getestet und die Klasse war 20% intelligenter und war auch von der Leistung her deutlich besser. Was die Lehrer nicht wussten, ist aber, dass die beiden Klassen völlig gleichwertig waren und zufällig ausgewählt wurden. Und es wurde nur von der Klasse, von der einen Klasse den Lehrern gesagt, ja, die sind das, die stärker sind. Und eigentlich waren aber beide komplett gleich. So, wie können wir das jetzt nutzen? Wenn ihr für euch abgespeichert habt, ihr habt freundliche Mitspieler und tretet denen so auch gegenüber, dann wird sich das wahrscheinlich bewahrheiten, dass die euch gegenüber auch freundlich sind. Wenn ihr denkt, dass sie motiviert sind und klug und die Regeln können, dann ist das genauso der Fall. So, und wie man sich jetzt so eine Gruppe schön denken kann, da kommen wir im nächsten Punkt zu und das ist der Punkt Fokus. Ja, Tipp Nummer 3, Fokus. Ich habe neulich beim Fotografieren mal wieder festgestellt, es gibt Sachen, die habe ich im Fokus, die sind ganz scharf und außenrum ist alles unscharf. Und dann, weil ich gerade mit dem Hund unterwegs war, habe ich mir so ein paar Gedanken drüber gemacht. Ich meine, das ist ja eine Sache, die kennt man schon, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber dann ist mir auch aufgefallen, wenn ich meinen mentalen Fokus oder bei Spielern auf irgendwas Positives richte, werden die sich auch positiv entwickeln. Haben wir ja gerade beim Pygmalion-Effekt gelernt. Wenn ich allerdings meinen Fokus eher auf die negativen Teile richte, dann wird es sich auch das bewahrheiten sozusagen. Denn unter dieser Fokus, unter der Lupe sozusagen, kann ich Fehler viel deutlicher sehen. Und wenn ich den Fehler auf was Positiveres richte, kann ich auch das Positive viel besser sehen. Das heißt, ich richte meinen Fokus auf irgendetwas und das wird sich auch irgendwo bewahrheiten. Also, ich sage, meine Gruppe ist total motiviert und die sind total nett und die gehen super miteinander um. Und in dem Moment nehme ich mehr wahr, wie das so funktioniert, also dass die miteinander nett umgehen. Ich richte meinen Fokus auf die positiven Sachen. Ihr kennt das auch, wenn ihr euch ein neues Auto kaufen wollt, habt euch Marke A ausgesucht, ja, und geht durch die Stadt und dann fällt euch auf, dass scheinbar viel mehr Autos der Marke A durch die Gegend fahren. Da habt ihr auch einen Fokus drauf gerichtet, weil ihr gesagt habt, ich möchte mir demnächst vielleicht so ein Auto kaufen. Ich gucke mal, wie viel es davon gibt. Das heißt, die Aufmerksamkeit geht dahin. Finde ich ein ganz spannendes Thema. Ja, und deswegen, weil ich das Thema sehr spannend finde, habe ich dazu noch ein ausführlicheres Video gemacht, was nächste Woche kommt. Wieder Dienstag, 20 Uhr. So, wie kann ich das jetzt genau nutzen? Also, es hilft mir zum Beispiel, wenn ich mir überlege oder mir anschaue, welche Stärken die Spieler haben. Ich richte meinen Fokus auf die Stärken. Zum Beispiel Spieler A ist besonders gut in Kämpfen. Der ist sehr effektiv und der macht sowas sehr gut. Spieler B ist besonders gut in sozialen Situationen. Ich könnte auch umgekehrt sagen, okay, Spieler A, der so gut in Kämpfen ist, habe ich vielleicht gesehen, dass der Rätsel gar nicht kann. Und Spieler B versagt in Kämpfen ständig. Dann würde ich meinen Fokus auf die schlechten Sachen lenken und würde diese verstärkt wahrnehmen. So immer mehr, bis mich das nervt. Aber wenn ich es auf die positiven Sachen richte, dann werde ich viel mehr davon entdecken. Und meine Spieler werden sich auch dementsprechend benehmen, weil ich vielleicht was ausstrahle oder weil was von mir rüberkommt, dass sie darin bekräftigt. Vielleicht sage ich mir, oh Mann, diesen sozialen Fall, wie du das gelöst hast hier, diesen NPC, wie du mit dem geredet hast, das war super, ne? So, wenn man eine Feedbackrunde macht. Oder oh, gerade, ich habe gedacht, meine Monster sind viel stärker, aber du hast sie ja mit Leichtigkeit besiegt. So. Oder ich bin einfach nur erstaunt und sage, okay, oh, jetzt ist schon vorbei. Oder sage gar nichts. Sie merken einfach nur, dass der Kampf sehr leicht war. Sie merken also, dass sie in diesen Sachen gut sind und werden sich bemühen, dort weiter gut zu sein oder vielleicht sogar noch besser zu werden. Und sie werden natürlich auch
Dadurch, dass sie Spaß haben, dass sie merken, dass sie in was gut sind, werden sie Spaß haben, werden sie in diesen Sachen besser werden. Gleichzeitig werden sie auch voneinander lernen. Wenn ich den einen dafür lobe, dass er in den Kämpfen gut ist und den anderen für seine sozialen Sachen, werden sie sich was voneinander abschauen. Ich habe ja nicht gesagt, dass der andere schlecht ist in sozialen Sachen, der so gut in Kämpfen ist. Trotzdem wird er merken, dass der andere was hat, was er noch nicht hat und wird versuchen, sich davon was anzueignen. Das ist sehr motivierend und nach einiger Zeit wird eure Gruppe sich in beiden Bereichen, sowohl sozial als auch in Kämpfen, vielleicht auch in Rätseln, je nachdem, was ihr da habt, verbessern. Und ich finde, das sind jetzt nur spieltechnische Sachen. Man könnte auch sagen, okay, ich achte darauf, wo die freundlich sind und wie freundlich die sind. Also mir fallen bei meiner Spielgruppe zum Beispiel immer nur ein, wie nett die sind. Ich könnte mir auch überlegen, ob ich auf irgendwelche Sachen achte, die mir nicht gefallen. Mache ich aber nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich achte auf die Sachen, die ich super finde. Und tatsächlich mag ich meine Gruppe und die mögen mich auch. Wir haben jetzt das erste Mal gespielt, nach anderthalb Jahren oder wie wieder, alle geimpft. Es war eine große Freude. So, das war's für heute. Nächsten Dienstag kommt das nächste Video, ich sag mal psychologisch, mit Spielleitertipps oder Spielertipps zum Thema Fokus diesmal. Nächsten Samstag oder auch diesen Samstag kommt neue Musik. Und wenn euch gefällt, was ich mache, dann bleibt doch mal dran. Schickt ein Abo rüber oder ein Like. Bis dahin, macht's gut, euer Martin. Ciao.